Das Glockenspiel im Rathaus von Magdeburg klingt über den Marktplatz und der berühmte Magdeburger Reiter blickt seit dem Jahr 2000 vergoldet auf die Rathaustür. Tag der Deutschen Einheit und Rathausfest in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Der Oberbürgermeister eröffnet die Festveranstaltung und einer der unermüdlichen Stadtführer erklärt seinen Zuhörern die Symbolik des Magdeburger Stadtwappens, denn die Magdeburger Jungfrau trägt offenes. Sie war also noch nicht unter der Haube. Ja, und natürlich das geöffnete Stadttor, was auch Ausdruck ist, dass die Stadt Magdeburg schon immer sehr weltoffen war und auch immer sehr offen war für Besucher, Touristen, Gäste etc. Und das lassen sich die Magdeburger nicht entgehen und strömen zu Hunderten in das offene Verwaltungsgebäude. Hier haben die unterschiedlichsten Gruppierungen und Organisationen ihre Informationsstände aufgebaut und geben bereitwillig Auskunft. Darunter auch verschiedene Vertreter der Fraktionen im Magdeburger Stadtrat. Was bedeutet für Sie die deutsche Einheit? Ein ganz wunderbares Ergebnis, was die Deutschen erreicht haben. Für mich bedeutet die deutsche Einheit 26 Jahre Frieden, 26 Jahre Streit um soziale Gerechtigkeit und Fortschritt. Ja, die deutsche Einheit bedeutet für mich, wer diese Stadt, unsere Stadt kennt, vor der Wende, wie die Stadt aussah. Und wer sieht, wie die Stadt jetzt aussieht, der weiß, was es bedeutet. Die deutsche Einheit bedeutet für mich vor allem auch die friedliche Revolution, die dem voranging. Und viele mutige Menschen haben möglich gemacht, dass wir heute hier auch gemeinsam feiern können. Ich persönlich komme zum Beispiel aus Westdeutschland. Hätte es die deutsche Einheit nicht gegeben, wäre ich nicht hier. Inmitten des Trubels auch ein Stand des Vorbereitungsbüros für die Bewerbung Magdeburgs als Kulturhauptstadt. Und bis zum Jahr 2020 gibt es noch sehr viel zu tun. Aber heute ist unsere erste Maßnahme, wo wir sozusagen uns hinstellen und natürlich erstmal informieren die Leute, was man da eigentlich machen muss. Und steht und fällt mit der Anteilnahme der Leute, also der Bürger von Magdeburg. Und alle sagen, oh nee, wollen wir nicht, weil sie fälschlicherweise glauben, Kultur hat nur was mit Theater zu tun, dann wird es nichts. Wenn aber alle verstehen, was wir dann erzählen, dass nämlich Kultur mit Lebensqualität zu tun hat, mit der Steigerung von Lebensqualität in Magdeburg und zwar überall, nicht nur in der Altstadt, dann haben wir große Chancen. Kulturhauptstadt ist also nicht die Stadt, die das schönste Theater hat, sondern die Stadt, die es schafft, ihre Leute, ihre Magdeburger mitzunehmen. In einer Stadt wie Magdeburg gibt es so viele engagierte Mitbürger, dass das Rathaus nicht ausreicht, um für alle Platz zu bieten. In der Johanneskirche gab es Gelegenheit, sich über die vielfältigen Möglichkeiten der Selbsthilfegruppen zu informieren. Solche Initiativen wären vor 26 Jahren einfach undenkbar gewesen. Und so ist allein diese Präsentation ein gutes Beispiel dafür, dass es im wiedervereinigten Deutschland sicher noch sehr viele Probleme zu lösen gilt, es aber auch auf demokratischer Basis die entsprechenden Möglichkeiten gibt.